Guten Tag, liebe Studierende, zu diesem Lernvideo. Ich möchte euch Gliffy vorstellen. Gliffy ist ein Diagrammeditor, sage ich mal. Ihr könnt dort verschiedene Grafiken aufbauen. Ihr habt bestimmte Formen dafür bereitgestellt bekommen und könnt somit auch aufwendigere Diagramme oder Grundzeichnungen erstellen. Dies ist halt sehr interessant auch für den naturwissenschaftlichen Part. Unter grafischen Design wir gehen jetzt einmal auf die Seite. Das ist glyphi.com. Ganz einfach seht ihr bei glyphi.com. Ihr könnt direkt anfangen mit dem Zeichnen eures Diagramms oder ihr könnt einfach ein Plugin herunterladen. Wenn wir etwas tiefer gehen, seht ihr auch schon ein paar Beispiele. Hier zum Beispiel eine Flowchart. Man könnte auch UML-Diagramme machen oder Wireframes. All dies sind halt so Beispiele, was man alles mit Gliffy überhaupt ermöglichen kann. Und wie ihr seht, ist das auch alles sehr, sehr umfangreich. Und die Grenzen sind eigentlich nur bei der eigenen Kreativität gesetzt. Sie gehen halt nach diesem Dreischritt: Think, Draw and Collaborate. Das heißt, man soll halt erst nachdenken, was man überhaupt machen möchte, was für eine Idee man hat. Dann soll man sie zeichnen und dann mit anderen teilen. Wir starten einfach mal direkt jetzt mit dem Anlegen eines neuen Diagramms, damit ich euch einfach mal ein paar Einblicke in den Editor bringen kann. Hierfür öffnet sich die Seite und gebt euch eine freie Zeichenfläche. Das dauert bei mir gerade ein bisschen. Genau, es gibt sogar eine direkte Kurzanleitung, welche uns zeigt, wie es funktioniert. Wir können einfach von links ein paar Zeichen wählen und diese rechts in unsere Zeichenfläche hineinbringen. Wir beginnen den mal und schauen uns auch ein wenig herum. Also, wir haben gerade schon gesehen, wir können einfach hier so ein Zeichen nehmen, es hier einfügen, wir können das sogar beschriften, können auch die Größe ändern, können es auch drehen, was ja beim Kreis jetzt nicht viel bringt, aber die Schrift mittendrin ist auch gedreht. Ihr seht hier links, das sind so Basic Shapes. Wir haben auch andere Möglichkeiten. Wir könnten hier in den Bereich Flowchart gehen, wo wir dann weitere nette Diagrammsachen haben. Es gibt auch Hilfslinien, so wie bei Excel, sodass ihr zum Beispiel jetzt seht, ja, dass diese Form durch die an der anderen Form orientiert ist. Also der untere Punkt, also der untere Rand unseres Zylinders ist jetzt an der Kreismittellinie orientiert. Das sind alles so Hilfsdinger. Ihr könnt zum Beispiel hier Swimlanes noch einfügen. Da könnte man dann ebenfalls Text und so einfügen. Es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Linienarten. Und ihr seht, dass diese Formen ab UML-Class erst den Pro-Benutzern nur vorenthalten sind. Oder beziehungsweise alle UMLs. Aber die Entity Relationship geht wieder. Containers ist dann auch wieder für Pro-Mitglieder. Bilder kann man selber hochladen. Hier muss man halt darauf achten, dass es ein PNG, JPEG oder eine GIF-Datei ist und die nicht größer als 1 Megabyte ist. Und bei Formen muss man auch eine Pro-Mitgliedschaft haben. Jedoch hat man auch als freier Nutzer jede Menge Möglichkeiten, Diagramme zu erstellen. Ihr seht hier oben noch eine Tool-Leiste. Hier könnte man das letzte rückgängig machen oder wieder wiederholen. Man kann verschiedene Elemente gruppieren. Das heißt, wir nehmen jetzt hier den Kreis, drücken auf Steuerung und Linksklick und haben schon beide Objekte jetzt zusammengefügt. Das heißt, wenn wir es jetzt verkleinern, sind auch beide Objekte zusammen verkleinert. Wir können auch hier oben die Gruppierung wieder aufheben oder wir haben hier noch die Möglichkeit, weitere Gruppeneigenschaften
einzugeben. Wir könnten zum Beispiel die Objekte verschieden ausrichten, entweder nach unten, nach oben. Wir könnten denen auch Farben zuteilen. Also es gibt jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Die Deckkraft kann eingestellt werden, der Schlagschatten. Wir können auch einen Link erstellen, das heißt, wir verlinken zum Beispiel den Kreis mit einer Webadresse. Und wenn man nun auf den Kreis dann halt klickt, wird man automatisch zu dieser Adresse weitergeleitet. Man kann auch Text eingeben, Textfelder erstellen und diese ebenfalls bearbeiten. Man könnte auch einfach ein Rechteck beliebiger Größe einfügen oder Kreise. Dann könnte man verschiedene Objekte miteinander verbinden. Wie ihr seht, man hat dann verschiedene Angriffspunkte. Und das wird ja alles schon relativ interessant hier. Und es sieht auch alles schon gut aus, auch wenn ich jetzt hier nur wild herumklicke. Man kann dann auch die Angriffspunkte wieder verschieben. Genau. Wenn ihr dann wieder die Formen verschieben wollt, auf den Mauszeiger klicken und wählt diese damit. Auch die Verknüpfungen werden dadurch verändert. Da müsste man dann halt schauen, ob, wie gut diese sich dann noch anzeigen lassen. Ich probiere hier auch gerade ein wenig noch aus. Aber das geht schon. So. Wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr eure Mappe speichern. Hierfür müsst ihr euch dann einloggen mit den Daten, die wir euch zuschicken. Und dann könnt ihr einen Dateinamen auswählen. Ich nenne es einfach mal Wirrwarr, da es ja wirklich ganz durcheinander ist. Und könnt es einfach speichern in unserem E-Study-Ordner. Das wird dann in der Cloud gespeichert. Und ihr könnt dann halt immer da drauf zugreifen. Ihr seht schon, hier ist jetzt eine V1, das heißt, dass es halt die erste Version ist. Und wenn man dann weiter daran arbeitet, wird sich diese Zahl wahrscheinlich auch ändern. Ich habe jetzt oben auf den Dokumentmanager geklickt. Dieser erlaubt es euch, eure Diagramme zu organisieren. Man sieht jetzt zum Beispiel hier, dass wir Wirrwarr haben, welches privat auch ist, also dass es nicht freigegeben ist für andere. Und ihr könnt dieses nun auch veröffentlichen oder zur Zusammenarbeit mit anderen freigeben. Hierfür gebt ihr dann einfach die E-Mail-Adressen ein, wen ihr zum Kollaborationsarbeit hinzufügen wollt. Und wenn ihr es veröffentlicht, dann könnt ihr das einfach hier ändern, indem es halt öffentlich oder privat bleibt. Wir gehen jetzt einmal zurück hier zu unserem Diagramm und drücken auf Datei und können hier auch unser Bild zum Beispiel als JPEG-Datei exportieren. Das heißt, auf dem Computer als Bilddatei speichern. Man kann sie dann downloaden und dann einfach öffnen und ihr seht, hier ist unsere bisher erstellte Wirrwarr-Datei. Ich hoffe, ich konnte euch so erste Einblicke in Glyphi geben und wünsche euch viel Spaß beim selber Ausprobieren und Erstellen von Diagrammen. Auf Wiedersehen!